Ja, hallo Freunde der Nacht, Christian Schemeier hier, Partner Professionscoach. Wir reden heute über Dating, wenn man jetzt verheiratet war, man hat überhaupt nur eine Beziehung und hat da vielleicht ein bisschen Angst vor. Ich nehme das Video jetzt zum dritten Mal auf. Lasst mir dafür gerne mal ein Like drauf. Das erste Mal war es komplett übersteuert. Das zweite Mal war Paketbodenterror. Gebt mir auch gerne mal ein bisschen Feedback, ob das Ton nicht mäßig passt, weil ich habe alles umgebaut, habe einen neuen Computer und ja, genau. Und noch vielleicht ein kleiner Tipp, abonniert doch mal meinen Newsletter, lohnt sich vielleicht die nächste Zeit, gibt es auch einiges umsonst und so weiter. So, jetzt geht's los von Anatole Levskola. Hallo Hemschi, vielen Dank für deine tolle Arbeit, du hast mir schon sämtliche Augen geöffnet und Licht in Situationen zu bringen, in denen ich mich lange nicht klar gesehen habe. Ich empfinde deine Arbeit als sehr gut nachvollziehbar. Die basiert auf gesundem Menschenverstand, keine Tiefenpsychologie, kein Freud, kein Oedipus-Komplex, ganz simpel, straight forward. Ich habe einen Start zu meinem potenziellen Start ins Datingleben nach langer Beziehung. Bin Anfang 30, zwei Kinder, mit dem Vater der Kinder kam ich zusammen, als ich 18 war. So meine erste ernstzunehmende Beziehung. Die ersten Jahre waren rückblickend in Ordnung, danach steigerten sich stets toxische Anteile. Nach einer überstandenen großen Krise folgten bessere Zeiten, es entstand Kind 1 und 2, dann eine Abwärtsspirale, dann kaufen wir ein Haus, wie viele Paare sich trennen bei einem Haus, das ist Wahnsinn. Ging stetig weiter bergab, durch deine Videos erkannte ich, dass die Beziehung nicht mehr zu retten ist und ich nur mich und die Kinder retten konnte. Es war für mich wie ein Befreiungsschlag, das Ereignis jährt sich jetzt, also ein Jahr getrennt. Ich konnte standhaft bleiben, Stimmungschaos meines Ex-Mannes auch gut verarbeiten. Auch wieder dank teilweise deines Inputs. Es geht mir sehr viel besser als vorher. Ich genieße es, auf keinen Erwachsenen Rücksicht nehmen zu müssen. Doch langsam kommt der Wunsch an einer neuen Beziehung. Absolut. Der Mensch möchte nicht allein sein. Obwohl, ich finde, je älter man wird, umso mehr genießt man auch Zeit für sich irgendwie. Also ich zähle mich da auch dafür, Introvertierte sowieso. Ja, habe das Bedürfnis, einem Mann zu kuscheln, steht hier, und in die Annäherung zu kommen. Das ist mir theoretisch sehr wichtig. Konnte ich das bei meinem Ex-Mann oft nur erbetteln und hat seit Jahren nicht mehr stattgefunden. Selbst einen in den Arm nehmen, im Trauerfall war nicht mehr drin. Jetzt meine Frage. Mein Ex-Mann ist mein erster und einziger richtiger sexueller Kontakt. Das Thema ist bei mir sehr schambehaftet, was wohl in der Erziehung liegt. Wir hatten zwar in den ersten Jahren viel Sex, aber dann meistens unter der Bettdecke und mit Licht aus. Nichts gegen einzuwenden. Ja. Jetzt merke ich, dass der Gedanke an Sex, da werde ich innerlich wieder 18. Und wenn ich an den Dates denke, an dem Punkt aussteige, obwohl ich merke, dass ich auch gerne wieder würde. Das ist wie Fahrradfahren. Also das verlernt man nicht, selbst wenn du jetzt vielleicht jahrelang keinen Sex hattest. Man macht sich da immer, also das haben, die Gedanken haben ganz viele, die so länger ausgestiegen sind. Und ist eigentlich völlig unnötig. Also es wird sofort wieder alles auch mit jemand anders laufen. Das ist vielleicht anders, aber ist ja manchmal ist anders ja auch schön. Und ist leider so bei allen Sachen, die, wo man Angst vor hat, die aber eigentlich nicht, wo man eigentlich keine Angst vor haben müsste. Also natürlich kannst du ja mal einen Datingkurs machen, kannst ein bisschen aufpassen, Leute müssen länger daten, Zeit lassen, kannst auch wieder bei Licht aus Sex haben und was weiß ich. Aber irgendwann muss man es einfach tun, ne? Sonst wird man diese Ängste nicht los. Also gib dir einen Ruck und du kannst dann mal überlegen, bevor du genau Angst hast und das kannst du dann mit deinem Date auch ansprechen. Aber ich glaube, da kommt eine tolle Zeit jetzt, liegt vor dir. Ich würde mich auch nicht so schnell wieder festlegen, auch wenn du vielleicht gerne wieder eine Beziehung möchtest. Jetzt guck doch erstmal, was so los ist auf dem Markt und was dir gefällt. Ja, vielleicht musst du auch mal verschiedene Männer daten. Und musst halt nur aufpassen, dass nicht das Gleiche wiederholt, so, ne? Aber da, ja, letzten Endes muss man es einfach mal ausprobieren wieder, ne? Aber wie gesagt, eventuelle Ängste, sprich dir mit deinem Partner, ne? Sei da kein People-Pleaser oder denk dir, ach, der andere hat ja viel mehr Erfahrung oder so. Nee, das ist so, der soll es dann so für dich machen, dass du dich wohlfühlst und auch erst zu dem Zeitpunkt, wo du dich wohlfühlst, ne? Zweite Frage. Ich traf vor ein paar Tagen jemanden, den ich vom Babyalter aus kenne. Wir haben uns in Teenie-Zeiten dann aus den Augen verloren. Jetzt stand er plötzlich wieder da. Zufälle gibt's, ne?
Großes Lebensupdate, stellte mir viele Fragen, sind beide Singles. Es gab dann einen ganz schönen Vibe und ich gab ihm meine Nummer. Er meldete sich am selben Nachmittag noch und meinte, er habe sich ja gefreut, es wäre schön, wenn wir es in Zukunft mal wieder sehen könnten. Ja, warum macht er nicht gleich ein Date? Ich verstehe sowas immer nicht. Was soll das wirklich? Wann hast du Zeit? Ne? Kann ich dir mal wieder allen Männern sagen. Ne? Wann hast du Zeit? Wie viel Uhr? Bei der Eisdiele. Wie sieht's aus? Nächsten Sonntag, 18 Uhr. Dann gehen wir noch spazieren. Was hältst du davon? Ja, wir sehen uns mal wieder. Also auf, sicherlich hat er Interesse, dich wiederzusehen. Man weiß es jetzt nicht, unter welchen, wie er das so sieht. Aber wenn du dann Vibe gespürt hast, wird er wohl da sein. Vielleicht könnt ihr euch auch gerade nicht sehen, wegen Entfernung oder so, weiß ich nicht. Aber du hast ihm deine Nummer gegeben, er ist jetzt am Zug. Du musst da nichts machen, außer irgendwie signalisieren, dass du es auch gut fandst. Hast du aber, glaube ich, gemacht. So, jetzt meine Frage zu, ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung es laufen wird. Naja, also, wenn zwei erwachsene Single-Leute miteinander ausgehen, ist es eigentlich ein Date, ne? Ja, es sei denn, man weiß definitiv, dass man in der Friendzone steckt, aber das hier ist scheinbar nicht der Fall. Ich bin aktuell einfach offen für das, was kommt und wünsche mir einfach wieder tolle Menschen in meinem Leben. Und wenn dabei eine Beziehung draus wird, umso besser. Ich weiß aber auch, dass du nicht immer dafür bist, in alte Strukturen zurückzukehren. Das kann ich in vielen Fällen auch bestätigen. Meinst du, das ist so ein Fall? Ja, das. Ich sage das immer, wenn man eine Historie hat von toxischen Beziehungen, sollte man vorsichtig sein bei Leuten, wenn man die datet, die so aus dem früheren Leben sind, weil das oft das gleiche Beuteschema ist natürlich. Jetzt kann man bei dir bei einer Beziehung vom Beuteschema zu sprechen, tue ich mir ein bisschen schwer mit. Also weißt du vielleicht selber, ob du da eins hast oder nicht. Wenn du da eins hast, wäre ich sehr vorsichtig. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass man das nicht machen soll. Also immerhin ist es kein Online-Dating und so. Du kennst den, also das kann ich schon nachvollziehen. Aber lauf dem jetzt nicht hinterher oder so. Ne? Also wenn du schon deinem... Da musst du ein bisschen aufpassen, ne? Weil du bist ja deinem Mann schon ein bisschen hinterhergelaufen. Und du willst jetzt nicht wieder jemand anders hinterhergelaufen. Ne? Und die erste... Sache, die man da mal macht, dass man den Mann die Dates machen lässt, ne, und ihm nicht die Arbeit abnimmt. Das ist wirklich, egal wie toll du ihn findest, ne, ganz klar mein Ratschlag. Und was meinst du, soll ich nach meiner Nachricht einfach abwarten, bis was von ihm wiederkommt oder auch irgendwann initiieren? Nein, du initiierst gar nichts. Sonst ziehst du nur wieder Männer an, die dich durch die Gegend schleifen, wo du hinterherläufst. Also versuch zu überlegen, habe ich da ein Beuteschema und selbst wenn das jetzt nur eine Beziehung war, jetzt willst du auf gar keinen Fall sowas nochmal haben, ne? Also an alle, die da an sich arbeiten wollen, empfehle ich wirklich Modul 1. Das ist eigentlich für fast alle auf dem Kanal hier. Also mit weitem Abstand meistverkaufter Kurs, außer jetzt der Liebeskummerkurs, das ist ähnlich krass. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ne? Umprogrammierungs-Liebeschips Modul 1. So, ich würde mich freuen, wenn du mich ein paar Worte unterstützen könntest. Ja, hoffe, hat es gereicht beim dritten Mal aufnehmen. genau, lass mir gerne ein Like da oder einen Kommentar. Ich habe jetzt gehört, mit mindestens 7 Wörtern würde ich mich sehr darüber freuen. Oder eine, was weiß ich, 1 Euro Spende, das finde ich YouTube auch immer ganz gut. Und solche Sachen, unterstützt gerne meinen Kanal. Und vielen Dank für die große Unterstützung.